schwanger. Und obendrein weiß sie noch nicht einmal, wer der Vater ist. Dabei hat sie doch gerade erst ihre große Liebe geheiratet. Wie das alles sein kann, wir haben es jetzt auf der Österreich-Premiere der Walt Disney-Komödie Frisch gepresst erfahren. Tosender Applaus und eine strahlende Diana Amft in der Wiener Urania. Na, wenn das nicht mal Beweis genug dafür ist, dass die Österreich-Premiere zu Frisch gepresst mehr als gelungen ist. Ein volles Kino und das bei strahlendem Badewetter. Diana ist einfach nur begeistert. Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, also ich meine, nicht nur, dass hier eine Bombenstimmung ist, ich finde das von jedem Einzelnen echt der Knaller, dass ihr bei diesem Hammerwetter ins Kino gegangen seid. Bombastisch finden wir allerdings nicht nur die Stimmung nach dem Film hier in der Urania, sondern vor allem auch Diana in ihrer wie immer skurrilen Rolle als die Sue-Designerin Andrea. Die schlägt sich als kinderloser Single durch ihr chaotisches Leben und will daran eigentlich nicht so schnell etwas ändern. Vor allem was Kinder anbelangt, steht für Andrea eines fest. Kinder sind Arschlöcher. Ich muss es wissen, ich war selbst eins. Zack, ist Andrea auch schon schwanger. Und als ob das nicht schon genug wäre für den Single aus Überzeugung, wer von den zwei Männern in ihrem Leben der Vater ist, das weiß sie auch noch nicht. Der machohafte Gregor, gespielt von Alexander Bayer, oder doch der sympathische Rechtsanwalt Chris, der von Schauspieler Tom Lashia gespielt wird. Aber so unangenehm diese Situation auch klingen mag, Diana hat sich eigentlich ganz wohl gefühlt zwischen ihren beiden attraktiven Co-Darstellern. Ich habe keine Kinder. Und was in Planung? Weil die Hölle zu friert? Ich finde, wir sollten es langsam gehen lassen. Absolut. Auch wenn du alles Geld der Welt hättest, wärst du der letzte Mann, mit dem ich ins Bett stellen würde. Es gibt absolut Schlimmeres, als mit so netten Kollegen wie den Alexander und den Tom da irgendwie solche Szenen zu spielen. Also nee, das ist durchaus, ja, muss ich schon sagen. Und ich finde ja auch, dass beide, also jeder Charakter für sich, also super, was super Charming also hat und irgendwie was ganz Besonderes ist und irgendwie schon auch echt ein Frauentyp ist. Also so unterschiedlich sie auch sind, finde ich, haben beide echt was ganz Besonderes. Frauenschwarm Tom Blaschier hat die Zusammenarbeit mit Diana aber auch sehr genossen. Hat Spaß gemacht. Also ich kannte Diana vorher nicht und nur die Sachen, die sie gemacht hat, Doctor's Diary und so. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, mit ihr zusammenzuspielen. Und echt, auch mit Alex Bayer auch. War eine gute Arbeit. Und dass die Zusammenarbeit zwischen den Schauspielern geklappt hat, das ist im Resultat auch ganz gut zu sehen. Soll ich die Bridget Jones zurückgeben? Aber es geht noch schlimmer. Bitte nicht blau. Hast du was an denen machen lassen? Natürlich nicht. Nein! Haben sie eine Geschlechtskrankheit? Was ihr Privatleben anbelangt, hat Diana allerdings eher weniger mit Filmfigur Andrea gemein. Im Sommer 2011 heiratet der Doctor's Diary Star heimlich ihre große Liebe Arne Regul, den sie auch am Set zur Erfolgsserie kennengelernt hat. Babys sind noch keine auf dem Weg, obwohl die Schauspielerin schon konkrete Vorstellungen hat, was Kind- und Schauspielkarriere anbelangt. Ich finde halt, ein Baby ist sowas Wundervolles, sowas Besonderes. Davon kann man in meinen Augen auch nicht mit einem Filmprojekt gleichsetzen. Also für mich werden da die Prioritäten ganz klar schon verlagert. Also so Filmprojekt natürlich. Nein. Und wenn wir da schon beim Thema wären, fragen wir doch auch gleich noch bei Dianas attraktiven Schauspielkollegen Tom nach. Muss ich was sagen? Ja, bitte. Sag doch was. Hast du schon Kinder? Gibt's eine Frau? Ich frage nur. Also ich bin das Sprachrohr zwischen Publikum und... Also, liebes Publikum. Ja. Nein, ich habe noch keine eigenen Kinder, aber ich habe zwei ganz reizende Patenkinder, zwei Mädels und mit denen konnte ich üben. Gut gemacht. Tja, da bleibt für uns dann wohl nur noch eine interessante Frage offen. Wie soll sie sein? Wie soll sie sein? Das gibt nicht so bestimmte Vorstellungen. Wenn mir die richtig über den Weg läuft, werde ich es schon merken. Über den Weg, oder besser gesagt über die Leinwand, laufen sich Tom Lashia, Diana Amft und Alexander Bayer ab 23. August in den österreichischen